natürlich definitiv die Sonne auf dem Frühstücksbrettchen empfehlen. Aber wer jetzt ganz aktuell mit dem Wettertrend gehen möchte, der sollte auf jeden Fall die Wolke wählen. Denn Hoch Dominik verlässt uns jetzt und zieht von Skandinavien weiter Richtung Baltikum. Und ein neues Tief macht sich zu uns auf dem Weg von der Nordsee, auch zu sehen, schon an dem dichten Wolkenband. Und dieses Tief wird dann in den nächsten Tagen unser Wetter bestimmen. Heute Nacht sieht es aber erstmal eigentlich genauso aus wie in der vergangenen Nacht. Es ist meistens nur locker bewölkt, teilweise auch noch sternenklar. Und dazu bekommen wir heute Nacht Tiefstwerte von -3 bis -2 Grad. Morgen startet der Tag erstmal vielerorts freundlich. Es sind nur lockere Wolkenfelder unterwegs. Es gibt einiges an Sonnenschein. Aber schon am Nachmittag, da kommen dann von der Nordsee her die ersten dichteren Wolken zu uns rein. Es bleibt aber bis zum späten Abend auf jeden Fall trocken. Die Sonne scheint morgen landesweit um die 3 bis 4 Stunden, meistens aber dann am Vormittag morgen. Der Wind, der weht morgen, ja, wird im Laufe des Tages immer frischer. An der Westküste weht der auch stark und da müssen wir im Laufe des Tages immer wieder auch mit stürmischen Böen rechnen. Und dazu bekommen wir morgen Tageshöchstwerte, ja, von gerade mal 2 bis 3 Grad maximal. Die Nordsee hat sich jetzt aktuell auf 6 Grad abgekühlt. Die Ostsee hat weiterhin 7 Grad. In den nächsten Tagen wird es dann grundsätzlich ein bisschen milder mit Werten von 7 bis 8 Grad. Aber insgesamt sind die Tage dann doch recht bewölkt, teilweise auch regnerisch. Also beim Weihnachtsmarktbummel und beim Punschtrinken